Das Okay von der Technischen Überwachung Hessen ist da. Die Kasseler Eissporthalle kann für Veranstaltungen mit mehreren tausend Zuschauern genutzt werden, entschied der TÜV. Nun fehlt nur noch grünes Licht von der städtischen Bauaufsicht und der Feuerwehr. Wir haben einen ersten Blick in die Eissporthalle nach der Entscheidung des TÜVs geworfen. Ja, wenn man jetzt hier in der Eissporthalle steht am heutigen Donnerstag, dann hat sich aus der Sicht des Zuschauers eigentlich wenig verändert in dieser Halle. Sieht eigentlich genauso aus wie vorher, wird natürlich jetzt richtig fit hergerichtet, das heißt, wird nochmal sauber gemacht, die letzten Handwerker sind noch drin. Und was sich eben verändert hat, das ist eigentlich kaum zu sehen, das ist nämlich die Sicherheitstechnik. Und die ist natürlich ganz entscheidend für alle Zuschauer, die hoffentlich morgen Abend dann zum ersten Heimspiel der Huskies gegen die Lausitzer Füchse kommen. Ja, ganz wichtig für die Sicherheit der Zuschauer ist diese Entrauchungsanlage, man kann auch sagen Rauch- oder Wärmeabzugsanlage. Und die ist komplett erneuert worden. Das ist auch das, was sich der TÜV-Prüfer heute am Donnerstag hier angeschaut hat. Und er hat letztlich dann grünes Licht gegeben. Er hat gesehen, das ist okay. Und jetzt müssen wir einfach nochmal abwarten, was am morgigen Freitag die Bauaufsicht der Stadt Kassel und die Feuerwehr dazu sagt. So, auch mit dem Eis ist alles in Ordnung. Die Kälteanlage ist nämlich auch auf den neuesten Stand gebracht worden und das war auch dringend notwendig. Wir wissen aus der vergangenen Saison, da gab es manche Tage, da war gar nicht so sicher, ob die Kälteanlage durchhält und ob das Eis überhaupt bereitet werden kann für die Kassel Huskies. Auch das Problem ist jetzt gelöst. Das Eis ist da.